Moin Moin zusammen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zum Blick in die Märkte hier pünktlich um 8.30 Uhr. Heute auf der Agenda US-Dollar, Schweizer Franken, das Währungspaar britisches Pfund, japanischer Yen und aus der hinteren Reihe Euro-Türkische Lira. Das sicherlich als letztes hier nicht das, was man für einen kleinen Intraday-Trade auf der Uhr haben kann oder wird, aber im mittelfristigen Bild hochinteressant. Wir hatten gestern schon mal den kleinen Ausflug in das Währungspaar der türkischen Lira in Zusammenhang mit dem US-Dollar. Der Euro-türkische Lira, der hinkt ein bisschen hinterher. Deswegen heute mal das Ganze in dem Detail. Dazu später mehr. Zuvor der Risikohinweis an dieser Stelle. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und damit auch gleich noch die Einladung hier. Neben dem Dank für die lieben guten Morgengrüße. Wer eine Frage oder einen Wunschmarkt hat, bitte reinposten in die Chats. Dann kann ich das nämlich sehen und das Ganze entsprechend auch direkt mit beantworten. Dafür bin ich ja auch da. Gucken wir auf die Tagesnachrichten. Dazu muss ich übrigens gestern noch eine kleine äh, Korrektur geben zu den Arbeitsmarktdaten von gestern. Da hatte ich ja morgen, ähm, am Morgen gesagt, es werden 20.000 Stellen erwartet. Das hat mich extrem verwundert. Ähm, ich habe das kleine K am Ende vergessen. Das habe ich leicht übersehen. Will ich will euch das mal ganz kurz zeigen hier an dieser Stelle. Da hatten wir ja hier gestern bei den ATP-Beschäftigungsänderungen hier, schaut mal, minus 20.050. Und da ist mir geläufigerweise dieses K hier hinten äh, ja nicht mit aufgefallen, weil bei den Millionen steht immer das M da hinten. Ja, und hier sind 20.050 und dann noch drei Nullen hinten dran. Das sind natürlich 20 Millionen. So in etwa kam es dann auch sogar noch ein bisschen dicker hier an dieser Stelle. Also Ganz klar, massiv schlechte Arbeitsmarkttaten hier aus dem gestrigen Tag. Aber nichtsdestotrotz, es ist wie es ist. Das ist die aktuelle Phase. Da müssen wir alle durch. Es kommen auch irgendwann wieder bessere Zeiten von der Seite her. Schauen wir mal, wann was kommt. Der Markt spielt ja auch immer so ein bisschen Optimismus. Da gucken wir morgen übrigens dann auch rein in die große Besprechung der Indizes, was hier gerade los ist, wo die Märkte stehen, was gespielt wird, was wir erwarten können. Diese Dinge so, sehen wir dann morgen ab. Ja, ich sag mal äh, 8.45 Uhr in etwa, wenn wir die Handelsideen hier durchgesprochen haben. Was bekommen wir heute an Nachrichten? Bekommen, tun wir nicht mehr viel. 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und danach die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Morgen gibt es Non-Farm-Payrolls. Heute haben wir schon ein paar Sachen bekommen. Wir sehen es hier aus China, aus der Schweiz und aus Großbritannien. Großbritannien hat um 8 Uhr den Zinsentscheid rausgebracht. Da gab es keinerlei weitere Änderungen hier an dieser Stelle. Wichtig ist, was im Sitzungsprotokoll drin steht. Das habe ich mir jetzt allerdings im Detail nicht angeschaut an dieser Seite. Aber diejenigen, die das traden, die Währung, die sollten das auf alle Fälle auch im Auge gehabt haben. Das Ganze haben wir ja in der Wochenvorschau auch schon besprochen. Schweiz, gibt es das Thema Arbeitslosenquote, alles hier wie erwartet. Also die Prognosen sind getroffen worden. Leichter Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Und aus China, ja, da haben wir Daten bekommen, ähm, hier die Handelsbilanz ist angestiegen, deutlich über die Erwartungen gelaufen. Von der Seite her geht das Geschäft dort langsam wieder los. Das zu den Tagesnachrichten und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in die Charts, äh Chats, nein, Charts so rum. Und ich sehe in den Chats auch schon die ersten Fragen hier: Neuseeland, Dollar, japanische Yen. Soll ich mal mit drauf schauen? Das mache ich natürlich direkt im Anschluss an die drei Handelsideen. Drei Handelsideen. Wir starten mal mit der von mir letztgenannten Handelsidee und da schauen wir auf das Währungspaar Euro-Türkische Lira. Für diejenigen, die gestern nicht dabei waren oder ähm, das Ganze nicht direkt mitbekommen haben, wir hatten gestern kurz die Anfrage hier zum Währungspaar äh, US-Dollar-Türkische Lira und da habe ich gesagt, schaut mal, was wir hier gerade haben. Wir haben gerade eine Situation die so ein bisschen an eine Hyperbole-Parabel erinnert. Das Ganze hatten wir hier auch schon mal mit schönen extremen Übertreibungen. Und genau dieses Spiel sehen wir hier im US-Dollar-Türkische-Lira auch. Der Markt läuft hier extrem nach oben. Ähm, und das Ganze dann irgendwann abzubauen, das kann noch eine ganze Weile so weitergehen, wenn wir hier diese Extremübertreibung auch sehen. Da ist deutlich Luft nach oben, man weiß oben nie, wo es kommt. Aber, und deswegen habe ich das jetzt einfach mal auch aus Interesse halber mitgebracht, wenn hier eine Umkehr kommt, dann können wir deutlich Potenzial nach unten abgreifen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an im Währungspaar Euro-Türkische Lira. Da haben wir ja gesehen, die läuft dem US-Dollar-Türkische Lira so ein bisschen hinterher. Heißt also, hier sehen wir, es ist noch etwas Platz bis zu dem Hoch, was wir hier drüben hatten. Das war das Hoch aus dem Jahr, jetzt muss ich selber erstmal gucken, aus dem August 2018 ist das Hoch hier gewesen. Da wurde es markiert bei 8,113 türkischen Lira. Das, was wir hier sehen, ist übrigens ein Wochenchart. Ich habe hier mal mit Absicht den Wochenchart genommen um das große Bild zu zeigen. Hier sehen wir es, wir haben auf der Oberseite bis zu diesem Hoch noch Luft, wir haben auch noch ein paar Anlaufpunkte. Aktuell testen wir gerade hier dieses Wochenhoch um die Marke von 782. Das nächste Wochenhoch, was hier steht, ist dann die Marke um die 8 türkischen Lira und dann haben wir hier den Topbereich oben drauf und wir sehen ja gerade, was passiert im Währungspaar US-Dollar türkische Lira. Da finden sich weiterhin Käufer auch an den Hochs. Einfach mal antizipieren, was hier passiert, wenn die türkische Lira weiterhin schwächelt, dann wird natürlich hier auch der Euro-Türkische Lira der Chart weiter nach oben laufen. Das könnte für den einen oder anderen Trader durchaus jetzt schon ein schönes Setup auf der Long-Seite sein. Wir sehen ja, wir haben die Anlaufpunkte direkt vor der Nase liegen hier an dieser Stelle mit Blick in den Wochenchart. Und das ist das, was wir auch im Tageschart schön beobachten können hier an dieser Stelle der Markt läuft sehr sehr weit nach oben wenn es zum Trading-Stil passt warum nicht den Trade entsprechend auch in die Long-Richtung mal machen ich mache das ja hier entsprechend nicht für umsonst sondern um auch mal Handelsideen zu zeigen äh, wo man dann sozusagen hier auch wenn man die kleineren Trends sich mal anschaut also zum Beispiel hier jetzt den aktuellen Bewegungstrend des Tages da sehen wir ja auch dass der gewissen Schwankungen unterliegt und das Ganze hier durchaus mit nach oben nimmt und wenn wir uns das Ganze mal in der kleineren Zeit dann halt umschauen bzw Anschauen wollen, dann sehen wir ja auch schön die Trendverläufe. Es trendet nach oben. Wir haben saubere Bewegungen, saubere Korrekturen. Wir haben sehr, sehr schöne Level, wo wir Unterstützungsbereiche haben, wo man sich auch absichern kann. Also, das sind Dinge, die funktionieren ja schon aus rein charttechnischer Sicht durchaus interessant. Kommt es zur Ausbildung einer sogenannten Umkehrsituation durch diesen extrem steilen Anstieg auf der Oberseite, ja, dann. Ist auch der Blick in die kleineren Zeiteinheiten wichtig. Wenn nämlich dieser Bewegungstrend hier gebrochen wird, dann ist das das erste Indiz dafür, dass wir hier nach unten loslaufen. Soweit ist es noch nicht, aber was ich an dieser Stelle einfach mal zeigen möchte, ist das Potenzial zur Unterseite, was wir da haben. Da können wir uns wirklich, wenn es rumdreht, hier im Tageschart schön nach unten orientieren. Wir haben feine Anlauflevel hier auf der Unterseite. Das muss ich mal ganz kurz hier noch in einem Grünton machen. Nehmen wir mal ein etwas andersfarbiges Grün, dass man es sehen kann. Also, wo wir wirklich schöne Anlaufpunkte haben hier. Schaut euch mal diese Marke an. Wir sind hier gut aufgestellt, auch charttechnisch gesehen. Und wenn es hier wirklich nach unten zur Sache geht, da könnte es ordentlich zur Sache gehen. Und die Potenziale nach unten sind halt da. Hier die letzte Bewegung. Da kriegen wir schöne Bereiche hier. Ich ziehe mal da ganz knapp Marken rein. Hier, das sind so hier ganz knapp die Marken um die 7,47 hier in diesem Bereich. Die sind Da haben dann hier diesen Schwungbereich da auch an diesem Ausbruchslevel, wo wo hier dieses Tief auch gehalten hat, diese Marke um die, naja, was haben wir hier? 7,19 bis 7,15 in diesem Bereich hier unten drinnen. Also, das ist interessant. Das ist ein Level, was wir auch planen können auf der Unterseite. Durchaus etwas wert zum Hinschauen. Hier aus der deutlich hinteren Reihe einfach mal hineingestreut, um zu zeigen, was man mit dem großen Universum hier bei Tickmill auch alles so anfangen kann. Man muss also halt nicht immer nur das Währungspaar Euro-US-Dollar traden oder den DAX traden, sondern man kann hier eine sehr, sehr schöne portfolio machen. Hier im Euro... TRY, das Kürzel Und damit gehen wir weiter in die anderen Währungspaare für den heutigen Tag. Wir schauen als nächstes in das britische Pfund, japanische Yen. Das Cable übrigens gestern auch schön nach unten ausgebrochen. Da mache ich nochmal kurz einen Ausflug. Hatten wir ja auch besprochen hier in dem 4-Stunden-Chart diese leichte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wie wir sie hatten, wo wir hier schön diese Nackenlinie unten drunter hatten. Da kam gestern der Ausbruch schön. Erstes Level hier schon unten nahe angelaufen. Jetzt kommt eine Korrektur. Mal schauen, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Aber der Weg nach unten ist auf alle Fälle gestern schon in Gang gebracht worden. Und in diesem Bereich auf dem Weg nach unten schauen wir uns jetzt mal noch das Währungspaar britischer Pfund japanischer Yen an. Und hier sehen wir an dieser Stelle halt auch schon sehr, sehr schön, ähm, was hier passiert ist. Das ist, was wir hier jetzt sehen: mal der Blick in den 4-Stunden-Chart hinein. Und da sehen wir halt dieses Hin- und Herspringen. Hier zwischen dem Hoch um die 135,74 und dem Tief bei 131,9. Da ging es etwas hin und her. Eine ganze Weile hat es gedauert hier, auch mehrmals diese Unterstützung getroffen, um dann nach oben wieder abzuprallen. Und immer wieder sind wir oben an. Also hier sind wir nicht drüber gekommen und hier auch nicht. Wir haben jetzt in diesem Sinne allerdings, und das ist jetzt das Wichtige übergeordnet haben wir Abgabedruck. Ne? Also im übergeordneten Bereich sind wir auf der Shortseite unterwegs. Das sieht man auch gut, wenn man in den Wochentrend hineinschaut. Hier sieht man es allesamt, fallende Hochs und fallende Tiefs. Ist also im großen Bild der Abgabedruck vorhanden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im 4-Stunden-Chart anschauen, ich raff das mal kurz zusammen hier an dieser Stelle, da sehen wir dieses Bild natürlich auch. Und das, was hier gekommen ist, das ist also mal eine ordentliche, kräftige Korrektur, die hier der Markt gespielt hat und wir haben schon erste Anzeichen gesehen, dass der Markt schwach wird, als wir hier oben ein tieferes Hoch gemacht haben, ja? Das war der erste Punkt. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, sind halt Jetzt mal ein bisschen Edukatives an diesem Punkt auch. Schaut mal hier. Wir haben hier unten das kleine Zwischentief gehabt, um 131,9, und kurz da oben drüber hat sich wie so ein leichter Boden gebildet. Und hier sind wir sozusagen vom Hoch direkt auf diesen kleinen Boden, auf der es ja blau markiert, rangelaufen, haben hier eine Seitwärtsrange gehabt. Das ist also eine tiefe Flagge. Und diese tiefe Flagge in dieser Verortung hat häufig einen bärischen Charakter. Das heißt, ganz oft werden diese nach unten durchbrochen. Das kam dann gestern auch und danach kam der Rutsch nach unten. Und das hat jetzt im Endeffekt dafür gesorgt, dass die Dynamik nach unten gekommen ist und dieser Bereich hier erst einmal rausgenommen worden ist und da kommt es jetzt darauf an, dass wir weiter Druck nach unten sehen, das heißt die Korrektur kann jetzt ohne weiteres erst einmal hier an das Ausbruchslevel laufen. Wenn der Abgabedruck hoch ist, werden wir auch sehen, dass mit guter Wahrscheinlichkeit hier in diesem Bereich der Markt wieder umkehrt. Es kann natürlich im Sinne dieses kleineren Aufwärtstrends ja auch tiefer korrigiert werden bis an das Level bei 133,20 äh, oben ran. Das wäre jetzt kein Thema um dann wieder nach unten rumzudrehen. Da müssen wir einfach schauen, wie hoch der Abgabedruck an dieser Stelle ist. Potenzial gibt es zur Unterseite auch noch einiges, das heißt mit Bruch. Dieser Marke wurde erst einmal der Weg geebnet hier Richtung Tief hier unten rein um die 124 und Zwischenanlaufmarke. Die können wir schön suchen aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier drüben gesehen haben. Da haben wir nämlich die Trendtiefs liegen und das sind ja oft Marken, an denen Verkaufsdruck reinkommt. Und die Anlaufmarke haben wir hier dann um die 129,8 und 127,4 liegen, bevor wir dann die Marke von 124 mit in den Blick nehmen können im britischen Fund. Japanischen Yen und damit schalten wir rüber in die Währung US-Dollar, Schweizer Franken. Das Ganze wie immer auch erst einmal im Blick des großen Bildes. Hier sehen wir es ein hin und her gespringe. Ich habe hier mal die entsprechend automatische Trendzeichnung angelassen und äh, da können Sie sehen hier an dieser Stelle, wir haben hier Übergeordnet vorher gehabt, diesen Abgabedruck. Und wenn wir uns jetzt mal die Woche auch anschauen, wir sehen, der Markt kommt eher von oben nach unten gelaufen. Hier haben wir auch weiter fallende Hochkurse. Das heißt, das ist eher so ein Zeichen, dass der Markt von oben immer früher weiter beginnt abzuverkaufen, was eher ein bärisches Zeichen ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass, wenn wir in den Tageschart reinschauen, wir hier halt haufenweise solche blauen Linien sehen. Ne? Saubere Trends werden ja im Abwärtsbereich durch diese roten. Linien gezeichnet im Aufwärtsbereich durch diese grünlichen Linien und immer dann, wenn wir was Blaues sehen, dann ist das vorhergehende oder das vorhergegangene rausgenommen worden und der Markt muss sich erstmal neu finden. Das haben wir hier gehabt. Wir sind hier unten hochgelaufen über dieses Korrekt hoch drüber. Das heißt, aus rein technischer Sicht haben wir diesen Abwärtstrend erst einmal auf Tagesbasis rausgenommen. So, jetzt kriegen wir aber noch nicht richtig die Dynamik nach unten. Also hat sich hier ein kleiner Aufwärtstrend gebildet. Der ist allerdings durch dieses kleine Zwischentief um die 0,959 rausgenommen worden. Also auch hier wieder so ein bisschen eine trendlose Phase. Was wir allerdings jetzt sehen, wenn wir das mal so Stück für Stück zusammenzoomen, wir sehen momentan oben ein Deckel bei 0,98 und ein Boden bei 0,959. Das sind jetzt erstmal unsere Maßnahmen. Marker, die wir hier an dieser Stelle drauf haben. Das heißt, wir sind von unten gekommen, hier nach oben gelaufen, von oben zweimal ran gelaufen, zweimal nach unten gelaufen. Und jetzt wird es interessant, wie es weitergeht. Wir haben Potenzial noch in der Range bis zur Oberseite. Wird oben gebrochen, haben wir Chancen, oben reinzulaufen. Das heißt, das wäre dann wirklich das Szenario, dass aus diesem großen blauen Schub hier an dieser Stelle das Ganze weiter nach oben sich, sich geht und dann auflöst zur Oberseite hin. Wenn das passiert, also wir hier über die 098 drüber laufen, haben wir im kleinen Bild Anlaufbereich um die 09845, beziehungsweise dann hier oben dieses Zwischenhoch um die Marke von 099 erst einmal auf der Uhr. Kommt es zum Abprall, dann können wir uns natürlich unten orientieren an dieser Stelle wieder an diesem Punkt dran und. Hier muss ich die andere Seite auch noch machen. Sollten wir tatsächlich nicht dort drüber laufen, sondern unten drunter laufen, dann würde das Ganze mittelfristig so ausschauen, dass wir uns zur Unterseite orientieren können. Also wir haben durchaus Potenzial in beide Richtungen da. Im mittelfristigen Bild, das hilft uns jetzt nur kurzfristig nicht, aber kurzfristig haben wir halt eine interessante Situation, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen im 4-Stunden-Chart. Und im 4-Stunden-Chart sehen wir halt genau dieses selbe Hickhack, genau dieses selbe Hin und Her, ist aber normal in Ranges, ne? dass ich mal aufwärts was bilde, dann wieder abwärts was bilde, das ist ganz normal. Interessant ist jetzt, jetzt mache ich mal die Trenderkennung raus hier. Interessant ist, was wir momentan sehen. Momentan sehen wir nämlich, ich mache jetzt mal kurz die Trenderkennung äh, des kleinen Trends an und zoome mal kurz etwas rein. Schaut mal, hier erkennen wir momentan einen laufenden Markt. Es trendet schön nach oben und wir bekommen hier innerhalb dieser Aufwärtsphase hier oben, schaut euch das mal an, da ist momentan der Deckel drauf. Das ist auch ein Drehbereich und was sehen wir da aber noch wir sehen hier schaut euch das mal an wir sehen dass die händler immer früher in den markt reinkommen ja das heißt es wächst so ein bisschen der druck von unten nach oben und wenn sich das ganze nach oben entlädt dann haben wir Chancen hier unter, äh, über die 0,976 drüber zu laufen und die Oberseite der Range aus, anzutesten. Also das wäre jetzt ein eher bullisches Zeichen, wenn der Markt hier oben drüber läuft. Und dann steht als nächstes der Test hier an. Und das Ganze sehen wir auch schön, nochmal in der Stunde. Da sehen wir, wie schön der Markt hier hochläuft. Also das passt wirklich ins Bild. Wer sich das Ganze im kleinsten Mal noch anschauen möchte, jetzt muss ich hier die Trenderkennung aber mal rausmachen, das verwirrt nämlich ein bisschen. Wer sich das Ganze im kleinsten Bild auch anschaut, hier da habt das noch mal im kleinen hier fängt der Markt wirklich schön an sich nach oben zu schlängeln Stück für Stück und wenn wir irgendwie oben drüber laufen dann haben wir hier eine Trendfortsetzung der aktuell laufenden Dynamik die wir hier sehen und das ganze natürlich hier schaut euch das ganze mal an das haben wir dann schön zur Oberseite da und dann haben wir tatsächlich auch wirklich das Potenzial, wenn wir hier nach oben laufen, in Richtung 098 erst einmal ranzulaufen und wenn dort tatsächlich Stärke reinkommt, die Longseite weiter zu bedienen und mit Blick in den 4 stunden da sehen wir, schaut mal hier, haben wir bei 098,45 ein Zwischenhoch aus diesem Abgabedruck hier und dann natürlich hier die 099 vor der Uhr. Das Ganze alles samt noch im Bilde dieses... Im 4-Stunden-Chart ersichtlichen Raum ist. Und hier noch die zweite Range, der zweite Punkt hier oben, der Deckel bei 099, ist natürlich da. Und wenn wir das mal anschauen hier, dann haben wir den Bereich auch noch weiter ausgeweitet. Also hier ist eine Menge, Menge zu holen für den aktiven Trader. Und wir müssen jetzt einfach nur schauen, wie sich diese Situation hier oben auflöst. Wie schon gesagt, Bruch drüber haben wir hier das Range hoch auf der Uhr fallen die Kurse allerdings drunter das wäre ein sehr sehr bärisches Zeichen dann sollten wir uns auf der Unterseite orientieren und wenn wir da mal schauen wo Anlaufpunkte sind da sehen wir es hier in diesem Spike Low um die 0,968 hier unten bei 0,964 haben wir auch einen Kaufbereich das wäre ein interessanter Anlaufmarker auf dem Weg zur Unterseite der Range also im US-Dollar, Schweizer Franken wird es mit Sicherheit nicht langweilig. Und damit kommen wir heute zu den Wunschmärkten. Ich hatte schon gesagt, Neuseeland-Dollar, japanischer Yen ist schon genannt worden. Wer noch was auf der Uhr hat, ich habe gesehen, einige Zuschauer sind jetzt nach der Aufforderung schon noch reingekommen und grüßen auch. Danke dafür. Wer noch einen Wunschmarkt hat, bitte reinposten. Das Ganze gucke ich mir gleich direkt auch an. Zuvor erste Mal hier der Blick in das Währungspaar Neuseeland-Dollar. Japanischer Yen. Wir sehen es hier, wenn wir auf den Tag schauen, der Markt läuft wieder runter. Sehr interessante Geschichte hier an dieser Stelle. Was ist interessant? Ich zeige es gleich mal noch mit ran. Wartet mal, dann nehme ich gleich mal hier so ein paar Bestandsteile, die wir hier mit drinnen haben. Guckt euch mal an, was hier passiert ist. Schaut es euch an. Oben kommt der Markt immer wieder runter. Ja? Das heißt, hier an dieser Stelle muss ich gleich mal noch das mit hier hochnehmen. Schaut euch das mal an. Der Markt läuft gerne immer mal oben Support-Level an, beziehungsweise nicht Support-Level, Widerstands-Level haben wir hier oben auch gehabt. Hier sind wir drüber gelaufen, haben den Abwärtstrend im größeren Bild. Ganz kurz oben raus, tuschiert, nur um dann wieder runter zu trenden, ne? Interessantes Ergebnis. Hier an dieser Stelle, wenn wir uns das jetzt mal im Wochenchart auch anschauen, guckt euch das mal an, wo wir oben reingelaufen sind. Hier in diesen alten Bruchbereich ist wirklich ein starker Widerstand und wir sehen an diesem Widerstand hier im großen Bild, rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen, abgeprallt. Da ist Schwäche da. Das ist also. Vom großen Bild her erst einmal wieder etwas, was man gut und gerne als schwache Abwärtstendenz sehen kann. Das zweite, was wir in diesem größeren Chartbild sehen, ist: schaut euch mal an, hier haben wir ganz klar auch einen, einen Markt gehabt, der hier unten drunter eine Trendlinie gehabt hat. Und diese Trendlinie ist jetzt wirklich nach unten durchschritten worden. Das ist also das Verkaufssignal hier mal in diesem ganz, ganz großen Bild, was wir auf der Wochenseite sehen. Schauen wir uns das Ganze mal im Tageschart an. Da sehen wir, wir haben mittlerweile hier. Auch wieder einen Trend, der nach unten gerichtet ist. Wartet mal, mal gucken, ob ich das direkt durchs Trendtool anzeichen kann. Da muss ich hier mal kurz den Stereo Trader wieder reinlegen. Da haben wir da. Doppelklick drauf und dann okay, Dann haben wir es da. Wenn wir das nämlich hier uns mal anschauen, guckt es euch mal an hier an dieser Stelle, dann sehen wir, dass der Markt hier schon wieder nach unten trendet. Das heißt, jetzt hat sich hier innerhalb dieses Ausbruchs der, Aus der Abwärtstrend gebildet und der muss ich jetzt fortsetzen. Das heißt, hier schaut mal, wir sind runtergelaufen, auf die Unterseite dran, haben hier oben in diesem Widerstandsbereich ein tieferes Hoch gemacht, sind jetzt runtergelaufen, damit ist der Abwärtstrend aktiv. Das heißt, wir haben auf Tagesbasis einen Abwärtstrend, der in Richtung der übergeordneten Abwärtsdynamik läuft. Das ist ein positives Zeichen. Setzt sich das Ganze nach unten fort, haben wir durchaus Potenzial hier unten reinzulaufen hier das hier unten, das ist der Bereich am Jahrestief, ganz knapp um die Marke von 59,5. Und das schauen wir uns jetzt nochmal im untergeordneten Trendverlauf an. Da sehen wir nämlich sehr, sehr schön hier den Abwärtstrend am Laufen. Hier Bruch. Nochmal Ausbruchstest und dann hat es den Markt richtig schön nach unten gebracht. Wenn sich das Ganze jetzt nach unten fortsetzt, hier im Neuseeland-Dollar, japanischen Yen, dann haben wir durchaus die Chance, weiter auch nach unten reinzulaufen. Und wie schon gesagt, in dem kleinen Bild, was wir hier haben, haben wir auf der Unterseite natürlich auch noch ein paar Anlaufpunkte. Und das wäre mal genannt, hier unten diese kleine, dieses kleine Zwischentief, was wir hier haben, um die Marke von ca. 6306 und dann hier. Dieses zwischenzwinglo um die Marke von 61,8, bevor wir dann unten das Trendtief bei 59,5 mit anlaufen kann. Ein Chart, der durchaus Potenzial zur Unterseite hat. So gut, Euro Neuseeland-Dollar wollen wir noch schauen und Euro-US-Dollar nur freilich. Das mache ich gerne an dieser Stelle. Das zum Neuseeland, Dollar, Yen und dann gucken wir auf Euro, US-Dollar. Na, da ist gestern auch schön Druck reingekommen. Ich liebe es einfach, wenn es so läuft, wenn die Märkte die Hauptdynamik wieder aufmachen. Jetzt muss ich nochmal schnell das Währungspaar hier suchen. Da, da, da ist es da. Guckt. Euch an, was hier passiert. Das ist wirklich Party-Modus auf der Unterseite. Da freut sich mein Schwedeherz an dieser Stelle. Äh, wir sind hier unten reingelaufen, schön oben drüber, angelupft mal wieder. Das macht der Euro ja gerne. Oben rausgenommen, die ganzen Orders von den ja, Shorties hier oben nochmal angelupft. Die mussten long gehen und dann zack. Schnapp zu, weg und ab ging die Post nach unten. Potenzial zur Unterseite ist noch einiges vorhanden. Wir haben das Ganze ja schon mal besprochen. Das Thema Abprall hier von dieser Oberseite knapp unter 1,10. Wenn das mit Schmackes kommt, was ja auch kommt, haben wir das Potenzial unten drunter da. Hier als nächstes mal der Anlaufpunkt unten am Zwischentief bei 1,072 und dann das Jahrestief bei 1,0635, was wir hier unten liegen haben. Das ist da und jetzt haben wir halt eine kleine Verschnaufpause. Der ein oder andere wird sehen, ich hatte hier die Marke von 1,08 mal markiert. Und wenn wir uns das mal im kleineren Bild anschauen, dann wird man sehen, warum ich das gemacht habe. Das war nämlich ein, oben ein Ausbruchsbereich. Hier oben, schaut euch das mal an. Das hier, das war ein Drehbereich hier um diese Marke. Und da sind wir halt drunter gelaufen und testen jetzt so ein bisschen diesen Bereich an. Und wir sehen ja hier diesen Abwärtstrend schön nach unten laufen. Und wenn dieser sich fortsetzt, das heißt, wir hier unten runter unter dieses Tief fallen, Wartet mal, das mache ich mal ein bisschen größer, da kann man es ein bisschen besser sehen. Also, wenn sich dieser Trend hier unten entsprechend fortsetzt unter dieser Marke, also unter 1,78, dann haben wir die Fortsetzung des Trends und wir sehen halt auch schon, dass wir hier oben leicht fallende Hochs bekommen. Dadurch haben wir die Chance, die Unterseite weiter anzulaufen und dann halt entsprechend dieses Level komplett rauszunehmen, die 1078 und uns dann unten auf der Unterseite Richtung 1072 zu orientieren. Und wenn auch diese Marke rausgenommen wird auf dem Markt, dann sehen wir hier, dann ist mit Blick auf das Jahrestief, was wir hier unten gehabt haben. Nichts mehr wirklich Großartiges dazwischen, was aufhalten kann. Also durchaus hier das Potenzial zur Unterseite. Wer das Ganze auf der Oberseite mit beleuchten möchte, es kann natürlich hier unten in diesem Bereich, äh, wo wir das Tief gestern auch gesehen haben, immer wieder mal zu Abreißszenarien kommen. Sollten wir oben drüber laufen, über dieses kleine Hoch hier an dieser Stelle, wartet mal, das lege ich euch mal als Marke mit rein. Hier, sollten wir hier über dieses kleine Level drüber laufen. Dann würden wir über diesen kleinen Ausbruchsbereich rauslaufen. Das würde dann heißen, etwas tiefere Korrektur im Bereich des Abwärtsdrucks und Anlaufmarker, die wir dann auf der Oberseite haben, sehen wir auch hier da oben haben wir einen Schwungbereich um die 1.088, das ist das was wir oben mit drin haben können. Das ändert am Gesamtbild, am großen überhaupt nichts, das ist dann einfach nur mal eine Gegenbewegung des Ganzen. Ansonsten wie schon gesagt, die Unterseite ist hier weiter locker an Befeuerung und damit schauen wir noch mal auf das Währungspaar Euro Neuseeland Dollar. So, Euro Neuseeland Dollar, da ist er. Feine Geschichte. Wie wir hier auch sehen, ein Markt, der im größeren Bild abwärts gerichtet ist. Hier sehen wir es oben schön, das Widerstandslevel mehrfach angelaufen, dann nach unten getriggert und wir sehen hier an dieser Stelle auch immer wieder den Markt von oben nach unten laufen und wir drehen momentan immer wieder hier. An diesem ja, Drehbereich, wie wir ihn hier haben, wartet mal, ich ziehe euch die grüne Linie mal kurz rüber, damit wir es besser sehen können. Im Tageschart hier, da sind wir ran gelaufen, hoch, ran gelaufen, hoch, ran gelaufen, gewartet, gewartet, runter, ran gelaufen, hoch, jetzt laufen wir hier ran und immer wieder hoch. Das ist so ein bisschen dieses Ping-Pong-Spiel, was wir hier in diesem Rahmen haben. Das heißt, was wir als Marktentscheidung definitiv brauchen, ist, eine ordentliche Richtung. Das heißt, entweder ein ordentlicher Abreiz zur Oberseite hin, dann wäre als nächster Anlaufpunkt mal dieses kleine Zwischenhoch hier oben zu sehen. Ich ziehe mal ganz kurz eine Linie runter. Also dieser Bereich hier um die 1,82 der Bruch unten drunter wäre aber interessant aus Sicht des größeren Trends, der hier momentan seit einiger Zeit nach unten läuft. Läuft es nämlich hier unten drunter, hätten wir dann den nächsten Bereich auf der Unterseite liegen hier um die über den Daumen 07634, hier. Hier sehen wir es. Das war hier ein Kaufbereich. Hier haben wir auch wieder aufgekauft. Das wäre dann die nächste Marke. Und wer sich das Ganze im kleineren Bild auch anschauen möchte, hier sehen wir es. Das ist mal die ganze Geschichte, wie wir es jetzt haben. Auch der ganze Drehbereich hier unten. Rum, was wir hier auch haben. Wir haben einen deutlichen Schub nach oben bekommen. Das war mal in diesem größeren Bild hier, also in diesem Kontext hier Bewegung, Korrektur. Hier der Markt schön deutlich nach unten gelaufen. Jetzt wieder die Gegenbewegung. Und jetzt haben wir es hier halt. Wir haben hier unten von oben raus den Weg nach unten gesehen. Das ist hier unten drunter. Was wir jetzt sehen, ist die Korrektur. Und wenn wir direkt Schwäche reinbekommen, das wäre halt das schöne Zeichen. Dann wird es halt dazu kommen, dass wir hier einen weiteren kleinen Abwärtstrend sehen und die hat dann das Potenzial, wie schon gesagt, direkt hier unten in die 0,764 bis 0,766 reinzulaufen auf der Unterseite, wenn wir tatsächlich eine Entscheidung bekommen, dass der Markt durch will. Aber diese Drehbereiche, das ist nun mal so, das gehört zum Job. Die haben so die Eigenschaft, dass der Markt dort eine ganze Weile immer drum herum dreht, bis er sich dann irgendwann mal entscheidet. Da muss man als Händler entsprechend einfach ruhig bleiben. Hier mit Blick in Euro, Neuseeland-Dollar. Weitere Fragen habe ich an dieser Stelle jetzt nicht. Oh, doch eine Frage. Wie geht es weiter mit Euro-Japanischen Yen? Nur ja, Schauen wir da mal noch drauf. Kurzen Augenblick. Euro-Japanische Yen haben wir da. Also, wie es weitergeht, naja, das wissen wir natürlich nicht. Aber was wir sehen können ist, hier, wenn wir in den Tageschart reinschauen, dass sich der Abwärtstrend in hervorragender Manier fortgesetzt hat. Wir sehr, sehr schön nach unten gelaufen sind. Und, ja, und, und das Ganze will ich jetzt an dieser Stelle einfach mal zeigen. Wir haben durchaus weiteres Potenzial zur Unterseite da. Wartet, ich zoome euch das mal ganz kurz in eine andere Zeiteinheit. Also zur Unterseite haben wir durchaus weiteres Potenzial da. Hier haben wir hier, ich zeichne das einfach mal ein, hier um diese Marke, hier unten, um die 1,12 in etwa 1,8. 111,8 bis 112. Da haben wir einen schönen Anlaufbereich. Das kann ohne Probleme unten reingehen. Und wenn wir uns mal das größere Bild hier anschauen, also diesen Abwärtstrend uns angucken, dann ist auch so gegeben, dass wir hier durchaus ohne Probleme, na, wenn wir mal das Ausmaß dieser Korrekturtiefe hier nehmen und das nach unten raufsetzen, da können wir weit, weit unter diesem Bereich drunter laufen. Also die Unterseite ist definitiv mit viel Potenzial gepflastert, aber die Frage ist halt für diejenigen, die das auch aus kurzfristiger Sicht sehen wollen, laufen wir jetzt einfach weiter durch oder kommt es irgendwann zur Korrektur? Und das ist jetzt die große Frage. Und da bemessen wir mal ganz kurz noch aus hier diesen Trend, den wir hier drinnen haben. Also hier die letzte Korrekturtiefe. Und wenn wir das mal reinnehmen, dann sehen wir auch, dass diese Bewegung aus dem 4-Stunden-Trend durchaus noch das Potenzial nach unten hat. Wir sehen jetzt hier gerade eine Korrektur. Wenn diese Korrektur beendet ist und wir den Trend fortsetzen, das heißt in dem Moment, in dem wir dann hier unten drunter durchlaufen, unter dieses Zwischentief, kommt es natürlich zur Fortsetzung des Bewegungstrends hier an dieser Stelle. Und das gibt dann das Potenzial. Und wir sehen es ohne weiteres, ist aus der Messung, die wir hier oben raus haben, wenn man das einfach unten drunter durchspiegelt, mal der Weg hier in die 113, 14, 15 ohne weiteres frei. Das heißt... Hier müssen wir jetzt nur mal schauen, im kleinen, wie geht es weiter? Das ist hier mal die Bewegung und den Bewegungstrend, den sehen wir auch sehr, sehr schön. Wartet mal, ich räume mal ganz kurz hier äh, die ganzen Sachen raus aus dem, was wir jetzt nicht brauchen. Also nehmen wir mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr und das brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt gehen wir wieder zurück in die 15 Minuten. Und da sehen wir das Ganze hier in den 15 Minuten schön, diesen Trend am Laufen. Und da sehen wir halt, hier ist jetzt die Situation, das ist die Korrektur, die wir hier haben. Das heißt, das ist mal die starke Bewegung abwärts gerichtet, im kleinen Trendverlauf natürlich. Hier sehen wir. Sind wir über das Bewegungshoch drüber gelaufen? Da hat die Korrektur angefangen. Und wenn sich jetzt hier in den 15 Minuten der Abwärtstrend wieder nach unten hin fortsetzt, wir stehen ja gerade an einer wichtigen Marke, das wäre dann das erste Indiz, dass man nach unten die Richtung wieder einschlägt. Und wenn es dann zur Trendfortsetzung kommt, ist der Weg erstmal geebnet in die deutlich tieferen Regionen. Das ist das, was wir hier im Euro-japanischen Yen entsprechend sehen. Und wie schon gesagt, schaut euch das Ganze einfach mal an. Es ist interessant auf der Unterseite, ganz klar das Potenzial haben wir auf der Unterseite da aber man darf halt nie vergessen wenn wir uns mal die bewegung des tages angucken die kam schon sehr dynamisch nach unten raus hier könnte wirklich korrektur kommen und das einfach so ein bisschen mit dem Auge behalten und das Ganze hier für die eigenen trades mit planen aber der abwärtstrend ist auf alle Fälle mal ganz entspannt intakt super das dazu und dann sage ich für heute tschüss danke fürs zuschauen allen gute trades handel läuft Seit zwei Minuten offiziell. Ich freue mich auf morgen. Morgen schauen wir wieder in ein paar Handelsideen. Wir machen den großen Wochenrückblick, was die Nachrichten und die Indizes angeht, und dann schauen wir mal auf das Thema Fehlausbrüche aus Schulterkopf-Schulterformationen. Das passiert nämlich immer mal wieder. Und wenn sowas passiert, dann hat man durchaus ein richtig schönes Potenzial für die Gegenseite. Und das schauen wir uns morgen mal im Edukativen Teil im Fokus an. Danke für die Zeit und dann tschüss bis morgen 8.30 Uhr. Blog-Eintrag gibt vorher. Bye-bye und weiter gutes Trading.